Als Bestatter hat man unter anderem die Aufgabe, verstorbene Menschen so wiederherzurichten, dass die Familie die Person nochmal sehen kann. Das Ziel ist es also, den Verstorbenen friedlich aussehen zu lassen, und dabei ist es erstmal ganz egal, in welchem Zustand sich die Person davor befindet. Dass die Person am Ende des Tages dann friedlich aussieht, bewirkt man durch eine Einbalsamierung oder auch eine Versorgung. Und wenn man es mal runterbricht, ist so eine Versorgung eigentlich auch nichts anderes als eine handwerkliche Arbeit mit gesetzten Abläufen, mit Arbeitsschritten und auch dementsprechendem Werkzeug. Also jetzt kein Hammer oder ein Schraubenzieher oder sowas, aber wir schauen uns jetzt einfach mal an, was man als Bestatter so für Werkzeug braucht, um einen Verstorbenen zu versorgen, wie das Ganze so aussieht und was wir denn da jetzt eigentlich mit dem ganzen Zeug so anstellen. Viel Spaß! Und damit hallo und willkommen zum neuen Video. Wir fangen gleich mit dieser Riesenpinzette an, aber vorher noch ein paar allgemeine spannende Infos. Wenn ein Mensch stirbt, dann fängt der Körper auch an, sich zu verändern. Das hört ihr jetzt von mir nicht das erste Mal. Der Körper trocknet aus, was zur Folge hat, dass zum Beispiel Fingerkuppen, die Augen oder auch die Wangen einfallen. Das ist übrigens auch der Grund dafür, dass manche sagen, dass die Nägel oder die Haare nach dem Tod weiterwachsen. Das ist natürlich absoluter Quatsch. Der Organismus ist tot, da wächst gar nichts mehr. Das mit den Fingernägeln, das wirkt halt einfach so, weil sich die ganze Haut durch die Austrocknung zurückzieht. Mit dem Tod eines Menschen hört der Körper auf zu arbeiten und somit funktionieren auch keine Muskeln mehr. Das hat zum Beispiel zur Folge, dass der Mund aufklappt, weil er ja durch die Muskeln auch nicht mehr zugehalten werden kann. Und der Mund, der bleibt da noch offen. Wer wissen will, was es mit der Leichenstarre auf sich hat, schaut sich das letzte Video an. Ich packe euch das oben hier oder hier in die Infobox. Da erkläre ich das alles noch ein bisschen ausführlicher. Kurzer Einschub, wenn euch die Videos hier gefallen, würde ich mich sehr über ein Like und ein Abo freuen. Vielen Dank für den Support. Wir wissen jetzt also schon mal, dass alle Muskeln im Körper aufhören zu arbeiten. Und das gilt natürlich auch für den Schließmuskel. Ihr ahnt, was jetzt kommt. Der Blasen- oder auch Darminhalt kommt oftmals halt einfach raus. Logisch ist ja auch nichts mehr da, was irgendwas zurückhalten könnte. Das passiert tatsächlich auch öfters, als man denkt, ist was ganz Natürliches und gehört zu dem Thema auch irgendwie mit dazu, auch wenn sich's erstmal komisch anhört. Das riecht sehr unschön und ist dazu noch ein riesiger Brandherd für Bakterien, die die Verwesung wiederum beschleunigen. Ja, ihr merkt schon, das ist so ein kleiner Kreislauf. Also ist es unsere Aufgabe, das alles sauber zu machen und dann im Gegenzug natürlich auch dafür zu sorgen, dass nichts mehr rauskommen kann. Dass sowas also quasi nicht wieder passiert, wenn es denn passiert ist. Und genau dafür haben wir diese Pinzette hier. Weil mit der Pinzette und dieser Fadenwatte tamponieren wir sämtliche Körperöffnungen untenrum, damit halt einfach nichts mehr rauskommen kann. Und dieser Punkt ist tatsächlich nicht zu unterschätzen, Leute, weil es A, echt öfters vorkommt, als man es vielleicht erstmal denkt, und B, super unschön ist, wenn es auf einmal unangenehm riecht, nur weil man einen kleinen, aber wichtigen Arbeitsschritt mit Watte und Pinzette weggelassen hat. Und das Beste an der Sache, in manchen Hotels gibt es genau die Pinzette am Buffet zum Speck wegnehmen. Cool, oder? Ja, wobei ich glaube, als normaler Mensch kann man das ohne Hintergedanken am Buffet für den Speck benutzen. Naja, wie auch immer. Weiter geht's. Beim Mann wird zusätzlich noch das dritte Bein mit so einem Faden abgebunden. Auch hier wieder aus dem gleichen Grund, dass halt einfach nichts mehr rauskommen kann. Und ja, ich weiß, das hört sich jetzt alles vielleicht ein bisschen krass oder ein bisschen komisch vielleicht auch an. Aber das sind wirklich alles Schritte, die sehr, sehr wichtig sind, weil es sonst sehr unschön werden kann. Weiter geht's mit dem Mund von Verstorbenen, weil der ist in 90% der Fälle sehr, sehr dreckig. Das ist wirklich so eine Sache. Ich glaube, ich habe echt selten den Mund von einem Verstorbenen gesehen, der einfach sauber war. Also oftmals fehlt dann am Schluss halt, wenn es dann Richtung Tod geht, auch die Mundhygiene. Das ist auch ein sehr, sehr großer Punkt. Teilweise kommt auch noch was aus dem Magen hoch. Ja, also Münder von Verstorbenen sind tendenziell echt sehr dreckig. Gerade wenn wirklich noch was aus dem Magen, wie ich es gerade gesagt habe, durch die Speiseröhre wieder in den Mund kommt, dann ist das wirklich sehr, sehr unschön und das sollte dann schon weg. Da kann man sich wunderbar diesen Schlauch hier zur Hilfe nehmen, weil wenn man den anmacht, dann saugt es vorne an. Das ist ein bisschen so wie beim Zahnarzt. Ja, und dann geht man halt ganz einfach in den Mund damit und ganz wichtig auch in jedes Nasenloch. Aber warum in jedes Nasenloch? Ganz einfache Erklärung, weil die Nase mit dem Mund anatomisch verbunden ist. Bedeutet, alles was im Rachen ist, kann theoretisch auch über die Nase rauskommen. Und das tut's auch, glaubt mir, deswegen tatsächlich auch mit diesem Schlauch einmal in jedes Nasenloch, wenn dann nochmal wirklich was sein sollte. Und dann ist man noch auf der sicheren Seite. Den krassesten Fall in Bezug auf dieses Thema, den ich je erlebt hatte, war, als ein Verstorbener schon sehr, sehr verwest war. Bedeutet, der Körper war auch sehr aufgebläht. Stand also unter Druck. Es war wirklich sehr viel Gas im gesamten Körper. Der ganze Bauch war dann wirklich wie aufgebläht. Durch den Druck wurde auch hier wieder Mageninhalt durch die Speiseröhre nach oben gedrückt. Ja, und als ich dann den Mund zum Säubern öffnen wollte, ist mir das ganze Zeug halt
entgegengeschossen. Aus dem Mund und aus der Nase. Mir ist da nichts anderes übrig geblieben, als abzuwarten, bis dieser regelrechte Springbrunnen, und ich übertreibe mit der Wortwahl leider nicht, es war wirklich wie ein Springbrunnen, bis das Ganze halt einfach vorbei war und ich dann anfangen konnte, sauber zu machen. Und abzusaugen, das war auch sehr wichtig in dem Fall. Um das anatomisch einfach ein bisschen besser zu verstehen, stellt euch mal eine Wasserflasche vor. Ich glaube, damit kann man es ganz gut vergleichen. Wenn ihr eine volle Wasserflasche habt und einfach mal drückt, und oben muss natürlich offen sein, ist ja klar, dann kommt das Wasser einfach raus. Und das passiert beim verstorbenen Mensch manchmal durch die Gase halt eben auch. Die Gase sind in dem Fall eure Hand, in dem Vergleich, die gegen die Flasche drückt. So ist das mit den Gasen auch. Ihr drückt gegen die Flasche, oben kommt Wasser raus, die Gase drücken auf den ganzen Körper. Der Druck wirkt auf den ganzen Körper, auch auf den Magen und die Speiseröhre. Ja, und dann kann es halt passieren, dass oben noch was rauskommt. Wichtig, wie gesagt, aber auch hier wieder, das kann man nicht pauschalisieren. Das kann passieren, ist aber nicht die Regel. Wir nehmen uns dann so eine Pinzette, einen Gefäßhaken, Watte und Desinfektionsspray und machen den gesamten Mund und auch die Nase sauber. Dafür nimmt man sich so ein Stückchen Watte, das nimmt man mit der Pinzette. Mit der anderen Hand hat man hier den Gefäßhaken, damit kann man hier, ich mache das einmal so halb vor, die Lippen beiseite halten, dann kommt man in den Mund. Vorher noch einmal mit Desinfektionsspray in die Öffnungen reinsprühen, also in den Mund und auch in die Nase. Ja, und dann kann man schon anfangen, sauber zu machen. Das macht man dann ein paar Mal, bis die Watte sauber ist, mit der man da gerade putzt. Wenn dann alles sauber ist, nimmt man sich wieder die Pinzette und wieder Watte und tamponiert den gesamten Mund-Rachenraum damit. Dazu kommt noch so ein Dry-Mop, der ist sehr stark flüssigkeitsaufsaugend. Das ist hier so ein kleines Päckchen. Kennt ihr vielleicht auch, wenn ihr, ich glaube, technische Geräte, da ist das oft dabei, oder auch bei Schuhen, da sind oft solche kleinen Päckchen dabei. Nicht ganz so groß, aber die machen im Prinzip das Gleiche, die saugen Flüssigkeit auf. Und das will man beim Verstorbenen eben auch. Deswegen kommt das damit rein. Watte und Dry Mop in Kombination kommen dann, wie gesagt, bis hinter in den Rachen, sodass man es eigentlich gar nicht mehr sieht. Und dort bilden die dann eine Art Barriere, dass wirklich nichts mehr aus dem Magen hoch in den Mund kommen kann. Das Gleiche macht man dann mit der Nase. Da kommt auch Watte rein, da tamponiert man ebenfalls. Weil wir haben ja gelernt, Mund und Nase sind verbunden. Und da wäre es ein bisschen schlecht, wenn man das feinsäuberlich wunderbar mit dem Mund macht und die Nase einfach offen lässt, weil dann kommt es halt wieder aus der Nase raus. Schlecht. Für die Nase nimmt man übrigens genau die gleiche mittelgroße Pinzette. Die Augen werden ebenfalls sauber gemacht und das macht man, indem man hier mit dem Gefäßhaken das obere Augenlid anhebt, dann wieder Desinfektionsspray benutzt und danach anschließend alles mit Watte säubert. Und glaubt mir, da ist so einiges dran an dem Auge. Dadurch, dass der Körper austrocknet, trocknet auch das Kammerwasser im Auge aus, was dann zur Folge hat, dass das gesamte Auge einfach wie ein Krater in sich zusammenfällt. Das sieht halt einfach echt unnatürlich aus und deswegen setzt man Eye Caps wie Kontaktlinsen ins Auge oder aufs Auge des Verstorbenen, was dann einfach zur Folge hat, dass das Auge wieder füllig und natürlich aussieht und nicht so wie ein Krater, weil das halt echt nicht so schön ist. Dafür hebt man auch wieder mit dem Gefäßhaken das obere Augenlid an, setzt das Eyecap ein, dann hebt man mit dem Haken das untere Augenlid an, kann das Auge dann so schließen und dann hat man es auch schon. Easy. Ganz so easy, wie es sich jetzt erstmal anhört, ist es aber tatsächlich nicht, vor allem wenn man es noch nie gemacht hat. Das Einsetzen der Eyecaps und auch das Tamponieren sind wirklich handwerkliche Schritte, die halt einfach sitzen müssen und die man auch erst üben muss. Am Anfang tut man sich da logischerweise schon noch ein bisschen schwer, gerade wenn man auf einmal mit einer Pinzette, dann noch mit einem Eyecap und noch mit einem Haken gleichzeitig arbeiten muss. Ja, das braucht schon echt Fingerspitzengefühl und vor allem viel Übung. Am Ende des Tages ist es also auch einfach nur ein sachlicher, technischer Ablauf, der viel Fingerspitzengefühl, Konzentration und vor allem Können erfordert. Was wir sonst noch sehr häufig brauchen, ist Frischhaltefolie. Ja Leute, richtig gehört, damit wird nicht nur euer Essen eingepackt. Benutzt wird die Frischhaltefolie, um Dinge zu fixieren und einfach gesagt hält sie ganz gut trocken. Wenn man zum Beispiel einen Decubitus vorfindet, ein Druckgeschwür, eine lokal begrenzte Schädigung der Haut, dann kann man diese mit Formaldehydgel und Wattepads versorgen. Darüber packt man dann einfach Frischhaltefolie, ist wirklich so. Ja, und dann ist Kleidung vor Feuchtigkeit, vor Nässe, vor eventuell austretenden Flüssigkeiten und einfach vor allem geschützt. Weiter geht's mit Nadeln. Und da gibt es wirklich die verschiedensten Größen und Ausführungen, wie man hier sieht. Und die braucht man, Überraschung, zum Nähen. Mit der Halbrundnadel verschließt man am Ende jeder Versorgung den Mund.
Dafür näht man im Mundraum einen kleinen Kreis durch die Nase und durchs Zahnfleisch, sodass man ihn dann ganz einfach verschließen kann. Und die Halbrundnadel ist genau für diese Naht gut geeignet, weil die Halbrundung das Nähen erleichtert. Die Nadel ist dem Nahtweg von Natur aus quasi sehr gut angepasst. Die S-Nadel hingegen ist sehr gut für Einschnitte oder auch Wunden geeignet. Für größere Geschichten ist die größere S-Nadel gut geeignet und für kleinere Geschichten, wie zum Beispiel einen Einschnitt bei einer Einbalsamierung am Hals, ist die kleine S-Nadel besser, finde ich zumindest. Also ich glaube, jeder hat auch so ein bisschen seine Lieblingsnadel, hört sich ein bisschen krank an, ich weiß. Aber tatsächlich hat jeder so ein bisschen sein Ding. Der eine arbeitet mit der lieber, der andere arbeitet mit der lieber. Das ist auch ein bisschen so persönliches Ding. Generell greift man im Alltag auf verschiedene Nahttechniken, wie zum Beispiel die Tabaksbeutelnaht zurück. Diese Naht ist sehr gut geeignet für Einstiche oder auch Löcher, weil man quasi um die betroffene Stelle einen kleinen Kreis näht und dann die beiden Fadenenden so zuzieht, dass die Stelle quasi durch die Haut, durch die umliegende Haut zugedrückt wird. Bei der Inside-Outside-Naht hingegen näht man von Wundrand zu Wundrand und kann so Einschnitte gut und vor allem dicht verschließen. Das hier sind so ziemlich die kleinsten Nadeln. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Die sind dann für kosmetische Sachen, für kleine Wunden, gerade auch im Gesicht, wenn es mal ein bisschen feiner werden muss. Nähen ist auch so ein Ding für sich. Das braucht sehr, sehr viel Übung, Fingerspitzengefühl und auch die gewisse Ordentlichkeit, damit die Naht am Schluss vor allem eins ist: dicht. Die Naht muss dicht sein und ordentlich aussehen. Das sind die zwei wichtigsten Punkte. Um zu gewährleisten, dass eine Naht dicht hält, muss man sehr, sehr ordentlich und auch dicht nähen, sonst wird das Ganze nichts. Bevor man aber eine Wunde oder auch eine Inzession zunäht, wird alles noch mit einer phenolhaltigen Chemikalie namens Dryen verätzt. Man sieht dann da auch richtig, wie das Gewebe grau wird. Und man erwischt unter anderem kleine Blutgefäße, die man dann zuätzt, aus denen eventuell noch Blut oder Flüssigkeit austreten könnte. Was natürlich eher nicht so gut ist. Das hilft also schon sehr, sehr viel dabei, alles trocken zu halten. Danach kommt zusätzlich noch flüssigkeitsaufsaugendes Pulver in die Wunde oder in den Einschnitt und das bewirkt ganz einfach, das saugt Flüssigkeit auf. Spektakulär. Dann haben wir hier noch ein Skalpell. Also da ist jetzt keine Klinge dran, obviously. Aber das braucht man zum Schneiden, Überraschung. Ich benutze das meistens für Einbalsamierungen, also für die kleinen Schnitte am Hals, um an die Gefäße ranzukommen. Wenn wir schon beim Einbalsamieren sind, bleiben wir auch da. Das ist ein Trokar und den benutzt man bei einer Einbalsamierung, um Bakterien aus dem Brust- und auch aus dem Bauchraum abzusaugen. Der Grundsinn hinter einer Einbalsamierung ist ja unter anderem auch erstmal den Verstorbenen haltbar zu machen. Bakterien zersetzen den Körper, also will man so viele Bakterien abtöten oder auch ganz einfach raushaben aus dem Körper. Und das macht man eben hiermit. Zum Einbalsamieren habe ich aber schon mal ein ausführlicheres Video gemacht. Das verlinke ich euch hier oder hier, ich weiß immer nicht, wo das angezeigt wird. Verlinke ich euch auf jeden Fall in der Infobox. So, das Spannendste an Instrumenten haben wir jetzt dann, glaube ich. Weiter geht's mit einem der wichtigsten Dinge, Feuchtigkeitscreme. Die benutzen wir wirklich sehr, sehr oft. Kommt immer nach der Abholung auf die Hände und aufs Gesicht des Verstorbenen, also auf Bereiche, die sehr, sehr schnell austrocknen. Weil ein verstorbener Mensch kann sich natürlich nicht mehr selbst feucht halten. Da muss man ein bisschen nachhelfen und das geht eben mit dieser Feuchtigkeitscreme. Das hier ist auch Feuchtigkeitsspender, nur in einer anderen Form. Kommt vor dem Einsetzen auf die Eyecaps, weil Augen eben auch sehr, sehr schnell austrocknen. Gleiches gilt für die Lippen, deswegen kann man auch nach der Versorgung das hier noch von innen an die Lippen eben auftragen, um eine Austrocknung zu vermeiden. Ja, ihr merkt schon, da kommt so einiges zusammen, wenn man sich um den Verstorbenen kümmert. Was können wir also zusammenfassend sagen? Einen Verstorbenen zu versorgen ist eigentlich auch nichts anderes, als wie wenn ihr euch einmal in die Dusche haut und frisch macht. Ja, ganz so easy ist es dann auch nicht. Aber es sind eigentlich viele kleine Tricks und Arbeitsschritte, die dann in Kombination einen Verstorbenen wieder ästhetisch und friedlich aussehen lassen. Was auf jeden Fall sehr gut ist, weil jeder sollte doch friedlich eingebettet und vor allem frisch gewaschen diese Welt verlassen dürfen. In diesem Sinne war es das auch schon wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war ein bisschen was Spannendes mit dabei und ihr konntet ein bisschen was Neues mitnehmen. Ich bin wie immer sehr gespannt auf eure Kommentare zu dem Thema, deswegen lasst was da. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch gerne den Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Vielen Dank für den Support. Und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald bei einem neuen Video wieder. Bis dahin bleibt gesund und tschüss. 46 Minuten, Digga. 4% nur noch. Oh mein Gott, was eine Punktlandung. Riecht sehr unschön und ist, das riecht sehr, weil es A, echt öfters vorkommt, als man sich